So, sonst noch irgendwas hier? Irgendwelche versteckten Kisten oder so? Können wir hier von hier aus eigentlich irgendwo weiter? Nee, ne? Nö. Komm schon, hier müssen irgendwo Kisten sein. Komm schon, irgendwas Verstecktes. Irgendwas, womit keiner rechnet. Also ich. Nichts. Verdammt. Echt nichts, ne? Ah, Mann, du. Schade. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Schade, schade, schade. Keine Kisten, nur die Finsterkluft. Na gut, die Finsterkluft kann man ja auch mal mitnehmen. Ist zwar nicht das, was ich wollte, aber kann man ja mal machen. Heilung. Nö. Eigentlich nichts. Was ich jetzt will, ist zurück. Oder ging es hier unten zur Oase? I guess we're doing this. Ja, I guess we're doing this wirklich. This is it. Und erzählt das hier als Dungeon, dass wir uns zurück teleportieren können. Mit einem Teleportstein. Was ich auch jetzt echt mal wieder mache, ist Beomorph in unseren Kampfstapel. Ist ja furchtbar. Ich will den jetzt in den Kampfstapel haben. Ich will nicht mehr unseren Morbel des Grauens. Der ist zwar auch schon Stufe 34, aber ich glaube, Beomorph ist immer noch. Er macht halt mehr Techniken. Das ist es halt. Er macht halt mehr Techniken und das ist halt einfach cooler. Es tut mir so leid. Aber seine ganzen Attacken sind irgendwie cooler. So, wenn wir jetzt da gehen, dann kommen wir wohin? Wahnsinn. Auch nicht gerade da, wo wir hinwollen. Okay, ich guck mal, ob wir mit einem Stein hier zurückkommen. Weil den ganzen Weg jetzt nochmal zurücklaufen. Nee, denke ich mal. Da, was ist denn sowas? Teleporterstein. Ja. Na, Gott sei Dank. Kommen wenigstens zum Anfang. Wir entgehen uns vielleicht ein paar Kaktoren und ein paar Sandwürmer, aber ich will jetzt nicht mehr. Das Ding hat zu lange gedauert. Das Tor verwenden. Ja. Ja. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Tschu. Mirageboard. Du da. So, endlich hast du Hass gelernt. So. Abwehr ist auch immer gut. TP können wir nicht. Wie sieht es denn aus mit den anderen? Na, die sind ja schon ein paar. Der ist egal. Der ist auch egal. Sandy ist auch egal. Beomorph können wir noch mal gucken. Spritztour ist auch irrelevant eigentlich. Geht auch nicht, ne? Ne, drei. Die anderen sind auch alle keiner, der jetzt irgendwas Besonderes hat. Doof. Gut, jetzt aber können wir versuchen, diese Kaktoren zu erledigen. Burg Figaro. Wir werden uns jetzt diese Kaktoren schnappen. Wenn die jetzt so durchwalken, wenn sie wundern. Speichern brauchen wir nicht. Das war hier nach oben, genau. Und dann laufen wir mal über diese Brücke. Müssen wir erstmal in den Generatorraum gucken. Ich will unbedingt diese beiden Kaktoren haben. Ich weiß auch nicht warum. So eine Zwangsneurose. So, wo waren die denn? Hier glaube ich lang. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, hier lang. Wenn ich mir schon sicher bin, dann kannst du nur daneben gehen. Ich glaube da oben dann über das Rohr oder so, weiß ich auch nicht mehr. Beomorph, endlich. Endlich wieder Beomorph dabei. Brauche ich alles nicht.
Bewahrt euch den Volltreffer. So, jetzt haben wir nämlich wieder wildes Horn und Rachestoß und wir haben auch Rache drinne und alles. Das ist doch schon irgendwie cooler, als wenn wir das nicht drinne haben. Nee. Und so gut ist der... Wie heißt denn der? Der Morbel des Grauens auch nicht. Das einzige Coole ist diese eine Technik, die er einmal machen kann und dann war's das. Schade eigentlich. Den finde ich halt echt cool, weil der kontern kann. Und Konter ist halt nun mal echt hilfreich. Müssen auch nochmal gucken, ob wir den nicht mal ein paar nochmal upgraden können. Er hat ja noch zwei Formen, glaube ich. Zwei, glaube ich, hat er noch. Dieser Biomorph. Den. Aqua. Aquamarin. Hätte ich nie rausnehmen dürfen. Tut mir leid, Biomorph. Du wärst auch so viele Level höher gewesen. Aber jetzt, wo wir gleich die Kaktoren besiegen, da bist du dann dabei und dann geht es so fett Level ab. Wird bestimmt super. Bin ein bisschen gespannt. Muss ich sagen, ich bin ein bisschen sehr gespannt. Was wir aber erstmal machen, ist hier mal ganz kurz. So. Natürlich ein Kampf. Dass wir zumindest keine AP verbrauchen. Ein Hinterhand. Und dann können wir schön die Kaktoren angreifen. Bin ich echt gespannt drauf. Wir brauchen Volltreffer und Hast. Das Schwierigste wird Volltreffer. Oder Volltreffer überleben und den dann einfangen. Wir kümmern uns, glaube ich, aber erstmal um den, der Hast kann. Mit meinem Volltreffer kriegen wir ja ab und zu doch mal hin. Finde ich ganz gut, dass wir die ab und zu doch mal hinbekommen. Zumindest wirkt es so. Auch wenn ich echt nervös denen gegenüber bin. Aber wenn wir wieder Volltreffer, wenn wir wieder genauso ein Glück haben wie beim letzten Mal, Volltreffer und dann gleich einfangen, dann haben wir einfach gewonnen. Ich will die halt nur haben. Das ist so gemein. Schon wieder Volltreffer. Deswegen, mit Beomorph, glaube ich, kriegen wir besser Volltreffer auch hin. Weil ich glaube, der hat nämlich öfter Volltreffer Plus drin gehabt. Die zwei Volltreffer gleich auf den einen Kaktor und dann haben wir den. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Total nervös. Gut, nochmal Level Up ist immer gut. Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott. Panik. Und dann müssen wir uns selber auch Hast geben. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, erstmal... Erstmal Heilung. Ist mir egal, wie viele Heiltränke wir jetzt verbrauchen. Und ob die jetzt Verschwendung sind oder so, ist mir jetzt Wumpe. AP haben wir alle. Okay. Irgendwas, was wir noch... Irgendwas, was wir noch reintun können. Ich weiß auch nicht. Fertigkeiten? Weiß nicht. Nee, warte. Doch, war glaube ich Fertigkeiten. War glaube ich unter Fertigkeiten, oder? Nein? Nein, war es nicht. Alles klar. Miragestein, das war das. Genau. Hast du irgendwas Cooles? Feurer, Konfus, Risses. Bio. Das ist wichtig. Anlocken. Weiß nicht, ob wir Anlocken unbedingt brauchen. Nie gesehen, diese. Weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Abwehr plus, Präzision plus. Ein Rattenschwanz, ein Gyrophon-Herz. Aha, okay. Ein Gyros-Herz brauchen wir auch. Finden wir erstmal ein Gyros-Herz. Okay, Attacke. Wir schaffen's.
Wir haben Angst. Mexikanische Kaktoren. Die sind so idiotisch, diese Dinger. Ich bin die so doof. Bom. Ich finde die so doof, aber die sind so cool, aber doof. Hey, are we up to this? You are totally going down. Ich habe Angst. Lande ein Volltreffer. Warte. In die Richtung, glaube ich. Verursacht den Zustand Hass. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Okay, wen haben wir jetzt? Sie. Ganz normal angreifen. Volltreffer. Ich habe Angst. Fertigkeiten. Hast. So, der andere, der hier, der muss Hast bekommen. Ist zwar nicht gut, dass wir den Hast geben, dadurch wird er schneller, logischerweise. Aua, lass deine Volltreffer. Schwerer Konter, der war niedlich. Okay, gleich nochmal Fertigkeit. Weil an so öfter, an so besser. Und die kannst eigentlich gleich schon, die kannst eigentlich gleich schon versuchen. Ich bin nervös. Sehr schön, den ersten haben wir. Okay, den zweiten kriegen wir. Oh, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Komm. Wir geben uns jetzt selber auch Hast. Weil Hast ist erstmal total geile Attacke. Also öfter können wir auch angreifen. Zigtausend Nadeln ist nicht gut. Aua, nein, 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 ich hasse es. Au. Ah, wir müssen uns heilen. Ich will einen Volltreffer, verdammt. Okay, wir müssen uns heilen. Gegenstand. Supertrank. Lorn. Attacke. Volltreffer. Ja, yeah, Volltreffer. Geil, geil, geil. Oh Gott, wir müssen es versuchen. Wir kriegen es hin. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sei ein braver Kaktusmann und geh in den scheiß Ball. Okay, noch. Noch überleben wir es. Wer ist dran? Ja, gut, dann geben wir uns dafür auch erstmal gleich. Erstmal Hast geben, damit wir einfach schneller sind. Dann können wir viel öfter angreifen und uns viel öfter heilen, falls das mal der Fall sein sollte. Komm schon. Komm schon. Ja. Konter ist nicht gut. Böser Konter? Ah, geht noch. Einfangen. Komm schon, bitte. Das wäre super. Es wäre der Hammer. Geil, Alter. Yeah! Beide eingefangen. Oh, wir haben es geschafft. Easy. Geil. Oh, okay. Oh, zurücklehnen. Geil. Alter, haben wir das tatsächlich... Alter, wir haben es voll durchgerissen und wir gehen so viel Level ab. Ah, schön. Schönes Ding. Schönes Ding. Ah, sehr schön. Ah, sehr geil. Komm, das ist sehr geil. Diese riesige Kaktorart trägt ein Schnurrbart und würde mit Zylinder und Monokel bestimmt sehr gut aussehen. Durchbohrte Gegner mit zigtausend Stacheln. Man stellte sich vor, der Kaktus zu Hause würde nicht nur so groß werden, sondern eines Tages auch noch einen Bart tragen. Absurd. Erzkaktorius ist ein super Name. Will ich behalten. Oh, ich weiß nicht, Morbid des Grauens, sag mal tschüss. Wir brauchen Erzkaktorius dabei. Eine Kaktorart mit Stiel und Bart. Aber Vorsicht, seine Stacheln sind besonders scharf. Übrigens, Kakteen mit Pflaumen an den Stacheln sind gar keine Kakteen, sondern andere Sukkulenten. Aha. Sukkulus. Ja, von mir aus heißt er Sukkulus.
Ja, den nehme ich auch mit. Ach, von mir aus Tüßsucher, ist mir egal. Ja, ist mir egal. Ich muss die beiden Gaktoren einfach dabei haben. Ich will die einfach auf den Kopf haben. Erzkaktus und Sukulu. Ah, wie geil. Kampfstapel. Komm da mal. Ich muss einfach auf dem Kaktus stehen. Ich muss einfach. Ich habe keine andere Wahl. Ist ein Kaktusmensch. Ihr versteht es doch sicherlich. Ich will wissen, was kann der denn für Fertigkeiten? Zigtausend Stacheln, TP, 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 Stärke, 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 Ausweichen, Stacheleffizienz, Stacheleffizienz, Gilfinder, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Ich muss den einfach haben. Ich glaube, die sind beide, tun sich alle nichts, ne? 100 mal 10 Stacheln, ja, TP, TP, TP. Schatzjäger hat er noch. Mehr Stacheln, noch mehr Stacheln. Ich lasse den erstmal noch so, weil die noch so... Ich werde das umstellen, dass ich die beiden Kaktoren habe. Ich muss einfach. Allein schon, dass wir dann 1000 Schaden machen. Dass wir immer 1000 Schaden machen mit der Technik. Egal, wie stark sie sind. Allein deswegen muss ich sie haben. Ach, wie schön. Okay. Ah, wir haben sie tatsächlich besiegt. Ja, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich habe mit nichts anderem gerechnet. Es war mir klar, dass wir die besiegen. Oder wenigstens alle beide einfangen. Also, die sind ja nun mal der Hammer. Das ist ja nun schon weitaus bekannt, dass wir der Hammer sind. Wow, hammermäßig verfehlt, wa? Aber dann haben wir immer noch wieder nicht Beomorph dabei. Ist auch gemein. Aber trotzdem, ich meine zwei Kakteen. Wir stehen auf zwei Kakteen dann. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das sagt doch eigentlich schon alles, was man machen müsste. So, die sind jetzt schon mal Stufe 9. Jetzt lernen sie wenigstens schon mal ihre Technik. Stufe 1 sind sie halt ein bisschen schwieriger noch. Ich baue jetzt mal um. Weißt du was, ist doch jetzt egal. Wir machen mal ganz kurz Mirageboard. Gucken wir erstmal ganz kurz. Der kann... Ah ne, der hat nur noch eine Stufe. Was braucht er für die eine Stufe? Stufe 40. Das hier ist... Stufe 35. Könnte er eigentlich machen? Was heißt denn eigentlich, ein weiteres Mirageboard wurde freigeschaltet? Wie kommen wir denn jetzt zu diesem Mirageboard hin? Man ist ja schön und gut. Er muss Stufe 40 werden. Den müssen wir immer noch dabei haben. Und das hier will ich auch. Stärke plus. Auf diesen Mirage zu reiten ist irrelevant. Stufe 40 muss der sein. Okay. Ansonsten die Kakitorius. Oh, das dürfen wir sogar auch. Schön. Wir haben noch gar nicht so einen gefangen. Oh, egal. Zauber zu Beginn. Manchmal Regina auf den... Alter. Genau das ist es. Genau das will ich. Erstmal selbst gucken, was der so hat und was der so kann. Gilfinder. AP-Kosten weniger machen. Hier, ausweichen ist auch immer gut. Für einen Kaktor ist das immer gut. Metamorphose-Kaktor. Gehen wir jetzt noch zu dem anderen. Sandy wollen wir nicht. Nein. Könnten wir rein theoretisch eigentlich auch mal reingucken? Weil den werden wir ja auch schon beinahe immer dabei haben. Aha, aha. Magieabwehr. Und TP plus. Ist auch nicht schlecht. Der ist ja auch schon fast vollständig hochgepusht, der Typ. Den will ich jetzt auch gerade nicht. Yay, Kaki, Kaki die Kaktor. 1000 Stacheln oder 100 mal 10 oder was weiß ich.
Das ist auch geil. Erhöht Schaden von Stachelattacken. Da müssen wir eigentlich uns mal hinbewegen, wa? Wo ist denn sein Metamorph? Wo ist denn sein Metamorphose? Hat er das nicht auch irgendwo? Hat er das nicht auch? Scheinbar nicht. Doch, da. Zauber zu Beginn, manchmal Regener. So, Kampfstapel. Es tut mir wirklich leid, Beomorph, dass du nur ganz kurz drinne warst. Wen soll sie denn bekommen? Den hier oder den da unten? Ist eigentlich irrelevant, ne? Die sind zwar wenig stabil, aber ist mir irgendwie gerade total wurscht. So, du bekommst den hier. Nein. Du bekommst den hier dann. Entschuldigung. War gerade kurz verwirrt. Ja, erstmal Sandy nochmal wieder auf den Kopf. Sehr schön. Ich find das auch geil, dass sie einfach so groß sind. Dass sie nicht irgendwie kleiner geworden sind oder sowas, sondern die bleiben einfach so geil groß. Es hat irgendwie Stil. Ach, ist das schön. Und das auf alle, komm. Ach, ein Klassiker. Bumm. Ja, der macht wenigstens immer 1000 Schaden. Und die sind zwar noch alle ein bisschen schwach. Das ist das geil, dass dieser eine Regener drauf hat. Heilen wir uns halt immer ein bisschen mit. Ah, ist das schön, wie die im Hintergrund tanzen. Ich liebe diese Kaktoren. Ich liebe sie. Ach, die sind schön. Schön, dass wir die dabei haben. Echt cool, dass wir die einfangen konnten.